So, hallo, wir machen weiter bei dem Super Mario Maker 2. Und wie immer führt uns unser erster Weg erstmal hier auf den Aktualisieren-Knopf. Und wir schauen mal, was passiert ist. Pinball Land von Momilette. Okay, der hat wieder was gebaut. Ansonsten ist nichts passiert. Gut. Dann werden wir uns mal das Pinball-Spielchen hier angucken. Das hoffentlich ganz lustig geworden ist. Da kann man ja sicherlich auch einiges machen mit so ein paar... Wahrscheinlich mit On-Off-Geschichten oder so. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Oh, da hätte ich wohl reingesollt. Gut. What? Wie kriege ich jetzt... Ah! Okay. Oh no. Ah, okay. Verstanden. Ich muss da oben den Block treffen. Dann wird wahrscheinlich ein P-Switch ausgelöst oder sowas. Oh mein Gott, ich bin zu langsam. Ah, und nach einer Weile sterbe ich dann. Ha, das ist ja voll gut. Wenn ich das nicht hinkriege. Aber die alleine treffen den... Oh Mist, die alleine treffen den, glaube ich, nicht. Ja, ich bin als nächstes dann tot. Aber ich komme hier auch gar nicht raus. Und da ist ein Schlüssel. Der nützt mir jetzt aber nicht so viel. Oh oh. Viele Leben haben wir nicht mehr. Nice! Und tschüss. So. Wir haben auch schon eine Schlüsseltür. Aber in welchen gehe ich jetzt rein? Geh da rein. Krieg ich einen Helm? Und dann nicht einen Schuh bekommen, aber gut. So habe ich halt einen Hit mehr. Aber ich habe so oder so einen Hit mehr. Nummer 1. Und da ist der P-Switch auch ausgelöst. Okay. Dann drücken wir mal den On-Off, weil was will ich mit den Leben? Hier in der Runde ist es jetzt egal. Nein, das war der falsche... Hä? Ach so, ich komme gar nicht zu dem... Ah, da bräuchte ich zwei Schlüssel für. Habe ich aber nicht. Dann kann ich den dann auch nicht drücken. Okay. Ich sehe überhaupt nichts. Was? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Da oben ist jedenfalls ein Kollege, den wir ein paar Mal treffen müssen. Wir so nicht hinkriegen. Oh no. Hätte ich jetzt schneller reagiert. Oh mein Gott, man muss so schnell reagieren. Nein! Und jetzt hoch. Ah. Hoch? Nein! Ach, komm schon. Nein, das war zu bald. Und hoch. Treffer. Puh. Okay. Dann hier rein. Da ist ein Flugzeug. Jetzt erkenne ich das als Flugzeug erst. Ah, cool. Schöne Ideen. Teilweise ist es ein bisschen schwierig zu steuern. Aber kann man auf jeden Fall anbieten. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, da nichts Neues mehr da ist, das war's mit Super Mario Maker 2. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Nein, wir können natürlich das hier, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir einfach irgendwas spielen können, was ich immer grundsätzlich ja gut finde. Dann, ne, gucken wir mal, ob wir hier gerade verbindungstechnisch Glück haben. Ansonsten schauen wir uns ein bisschen bei neu um oder so. Ne, man kann ja einfach irgendwas spielen.
Das ist ja das Schöne. Es ist, ich weiß nur immer nicht, was ihr sehen wollt. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, gibt es jetzt gerade mehr Leute, die sagen, yeah, er spielt wieder im Multiplayer? Oder gibt es jetzt wieder mehr Leute, die sagen, das ist eigentlich nicht der Content, den ich sehen möchte. Na, das ist so die Frage. Aber ich möchte gerade Multiplayer, also nehmen wir Multiplayer auf. So, jetzt habe ich nicht gelesen, wie das Level heißt. Das ist alles auf dem Kopf. Das habe ich im Multiplayer noch ganz selten gesehen. Können wir erstmal einen Pilz? Danke. Ah, man muss... Aber wir sind ja, wir sind in... ich doof. Verstanden. Jetzt komme ich oben raus. Na ja, okay, alles klar. Das war blöd. Na toll. Na toll. Ah. Ach so, das muss dahin. Das ergibt Sinn. Komm, geh da oben weiter, dann habe ich hier meine Ruhe und kann mit dem Springboard arbeiten. Oh nein, wir müssen hier Items holen, ja? Nicht gut. Oder auch doch? Okay, dann fahre ich wohl mal los. Hi, tschüss. Achso, das fährt nur nach vorne. Toll. Dann muss ich jetzt hier... Oh boy. Okay. So, und jetzt ist natürlich, wenn ich mit dem Block losgefahren bin, ist alles vorbei, weil er nicht mehr hinterherkommt. Bestes Level für Multiplayer. Gut, dann nehme ich den Stern mit und gehe jetzt mal hier in die Röhre. Das hat sehr viel gebracht. Okay. Ah, den muss ich... Ja, verstanden. Den, ach, hätte ich jetzt über den Dings mitnehmen müssen. Hallo ihr. Tschüss. Jetzt geht er natürlich hinterher und dann geht er in die P-Switch-Tür als erstes rein. Vergiss es, vergiss es! Ah, nein! Nein! Aber jetzt kommt er bei der Pflanze raus. Und da ist das Ziel. Und da sterbe ich. Verdammter Mist. Ah. Er hat es durchgeschafft. Ich glaube, er hatte einen Taben. Ich glaube, er hat einen. Nee, nix schön. Das war kein gutes Multiplayer-Level. Einer macht die Arbeit und alle anderen können davon profitieren. Nee, nee, Freunde. Das war kein schönes Multiplayer-Level. Für normales Level okay. Keine Frage. Für normales Level voll okay. Aber nicht für Multiplayer. Ah, ärgerlich. Und ich hab's halt nicht mal mehr an die Fahne geschafft. Dafür wäre der Stern gut gewesen, ne? Und für die... Ah, ja. Ich habe alles falsch gemacht. Hard Desert. Let's go in die Wüste. Ich bleib mal hinten, weil hier rennt gleich einer in den Goomba rein. Ich sag es doch. Wow. Oh nein. Mach dich weg. So. Jetzt könnte ich natürlich die Nächsten, die kommen, hier richtig ärgern. Okay, ich hol mir den dann halt nicht. Mist. Ich brauch den. No. Man braucht den. Ah, verdammt. Ja. Hast du gut erkannt. Danke für den Pilz übrigens. Much appreciated. So, jetzt wird's lustig. Ja, genau deswegen. Toll!
nicht. Ich muss so einen Pilz holen. Ja, da ist jetzt nichts mehr drin. Ah, jetzt wieder. Gib mir den. Bibabong. Was bist du denn für eine Nuss? Es ist so ein Scheiß. Natürlich! Vergiss es, du gehst da nicht rein. Ach verdammt. Oh mein Gott, ist das dumm. Vor allem, der ist halt auch noch so blöd gesetzt, dieser Block. Dieser Block ist halt auch noch so blöd gesetzt, dass man selbst, wenn man das hier ordentlich erwischt, wenn man es am Anfang nicht weiß, dann verfehlt man den. So. Oh, der Block ist... Oh, die Dings ist weg. Ich wollte gerade schon sagen. Ah, verstanden. Mach dich weg. Jetzt fährt die da hoch. Oh nein! Oh, fährt die dumm. Oh, die fährt ja richtig dumm. Okay, alles klar. So. Ist der jetzt da durchgekommen eigentlich oder ist der gestorben? Ich weiß es, ich habe es nicht gesehen, rechtzeitig. Aber an einem gewissen Punkt, jetzt sollte ich hochkommen. Nice. Ist der da jetzt auch schon? Ah. Den hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Ich habe mich mal mit dem blauen Tod gebettelt. Naja, kein gutes Multiplayer-Level. Für normales Level sicherlich war es okay, denke ich. Der Flugpilz ist ein bisschen blöd zu bekommen, aber so an sich. Für normales Level okay, aber für Multiplayer, nee, sehe ich nicht. So, wir sind bisher zweimal Minus. Mit einmal Plus holen wir aber die zweimal Minus schon raus. Also es wird eigentlich reichen, einmal zu gewinnen und wir hätten schon einen Fortschritt im Part. Keinen großen Fortschritt, aber wir hätten Fortschritt. Schauen wir mal, was wir jetzt reißen. Und alles sind 3D, sind SMBU heute. Interessant. Oh, das wird ja lustig. Oh, ich guck einfach mal, was da kommt. Ach so! Dann nehme ich mir den. Oder auch nicht. Oh Mist. Jetzt nehme ich das Ding mit, das ist natürlich auch dumm von mir. Oh Schande. Jetzt können die ja gar nichts mehr. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich das ja mitgenommen. Oh, weia. Da kommt der Nächste, der was mitgenommen hat. Oh, was? Frech. Eieiei. Da war ich aber, glaube ich, nah dran, ne? Ich hab's verhauen, aber auch das ist kein gutes Multiplayer-Level.
Hat auch gar nicht den Tag gegeneinander. Weiß nicht, was es hier verloren hat. Es sollten hier halt wirklich nur die Level auftauchen, die auch den Tag gegeneinander bekommen. Und dann natürlich nochmal geprüft werden durch die Spieler, durch die Herzen, ob sie überhaupt gut geeignet ist. Wenn es nicht mal den Gegeneinander-Tag, wenn das Level nicht mal den Gegeneinander-Tag hat, dürfte es hier eigentlich überhaupt nicht auftauchen. Ach. Wobei normale Level, die nicht gegeneinander gedacht sind, schon auch spielbar wären. Jetzt zum Beispiel so ein ganz normales SMW-Level. Ne? Das könnte man locker gegeneinander spielen. Was ist denn jetzt hier? Gut. Geht doch. Man muss immer nur schimpfen. Man muss immer nur schimpfen, dann läuft der Hase. Made in Abyss Mario Edition. Der Name klingt super cool. Keine Ahnung, was Made in Abyss ist. Vielleicht eine Serie? Ich weiß es nicht. Also sicherlich was, was... Wait, warum leckt es denn jetzt? Ah, oh, wir haben einen Schlüssel. Ja gut, das ist natürlich wieder dumm. Multiplayer-technisch ist es schon wieder dumm. Sicherlich ein cooles Level, aber nicht Multiplayer-technisch. Die Tür ist hier vorne übrigens hier. Seid ihr dumm? Die Tür ist hier vorne. Habt ihr das vorher nicht gesehen? Komm doch her mit deinem blöden Schlüssel, Mann. Oder so. Können wir bitte einfach durch die Tür? Ich wollte ihn gar nicht holen. Ich wollte das gar nicht. Wir haben mehrere Räume vor uns, Leute. Geht bitte einfach durch die Tür. Mein Gott, das war doch erst die 0. Jetzt kommt die 1. Inklusive toller Musik. Da war ein Midway Point. So. Da kann man theoretisch runter, ne? Ich weiß gar nicht, wo man hin soll nachher. Vielleicht da rein. Oh. Jetzt hat natürlich wieder der den Vorteil, der den nicht gedrückt hat. Toll, und es ist ganz klar, ja, jetzt hat wieder einer den Schlüssel. Es ist ein super Level, keine Frage. Super Level, aber halt nicht für Multi. Jetzt brauchen wir den. Das wollte ich nicht. So. Und das Problem ist, wenn man nicht derjenige ist. Oh je. Ich ahne Böses. In welche Richtung ist das Ziel? Oh nein, was? Okay, ich habe den Schlüssel. Wo ist die verfluchte Tür? Hä? Ah, nein, nicht. Ist alles okay. Ist alles okay. So hier. Nein, jetzt kann man es nicht mehr lesen. Level ist schön, aber halt nicht für Multi. Echt ein schönes Level. Aber nicht für Multi gedacht. Echt ein schönes Level. Bis auf das Springboard-Level waren die Level bisher alle eigentlich okay, aber nicht für Multi. Aber das jetzt gerade war wirklich besonders schön. Also das war echt ein schönes Level. Aber halt nicht so. Nicht so. Leider. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Das war ein super cooles, durchdachtes Level und hatte sicherlich irgendeinen Zusammenhang. Besiege alle Monty-Maulwürfe und erreiche das Ziel. Hm.
Wer bin ich denn? Der blaue Toad. Okay. Let's go. Ah, 4 Röhren, 4 Montys, ja. Frage ist... Ja. Ich wollte gerade sagen. Wir haben ein Problem. Nein! No, 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 no. Man kann ja diese Zielbedingung auch wieder klauen. Es ist auch das wieder. Interessantes Level. Ihr seid solche Vollidioten. Das ist doch kein Multiplayer-Level. Das gibt kein Herz. Man bewertet nicht das Level. Anfangs habe ich das ja auch noch gemacht, aber mittlerweile sollte man das doch begriffen haben. Ha. War jetzt vielleicht ein bisschen gemein, die als Vollidioten dafür zu bezeichnen, aber... Minecraft in Super Mario Maker 2. Das ist sicherlich auch kein gutes Multiplayer-Level, aber so ein sehr gutes normales. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir werden sehen. Ich bin Toadette. So, ist hier oben noch was Relevantes? Yes. Sicherlich das, was wir für ein Minecraft-Level brauchen. Nämlich ein Werkzeug. Nee, wir brauchen das nachher am Ende gar nicht. Aber ich könnte jetzt natürlich... Nee, hier kommen wir ja gar nicht durch. Doch, käme ich schon, ne? Die Frage ist, will ich das? Probieren es einfach mal. Nee, ich will das gar nicht. Oh. Toll. Danke für nix. So, mal. Freund. Achso, ja, habt ihr denn gar nichts gecheckt? Oh, nee! Nee, 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 das ist meins. So. Das wäre es jetzt gewesen. Ich mache hier die ganze Scheißarbeit. Und dann holt der sich noch das Ziel. Das wäre es jetzt. Jetzt wäre ich ausgestiegen. Wenn das jetzt passiert wäre, wäre ich raus. Auch das absolut dumm für Multiplayer. Das ist wirklich gerade so, alle Level sind an sich okay. Aber für Multiplayer sind sie komplett dumm. So, und hier ist der große Plus. Guckt euch plus 127 an, ja. Da kann man ungefähr 6 oder 7 Mal failen und hat trotzdem noch einen Plus gemacht. Na, bei Minus gibt es immer so bis 11 oder 12, irgendwie sowas in dem Dreh. Kann man sogar 10 Mal failen. Aber dann wird schon eng. Also bisher sind wir wieder im Plus. Alles gut. Dieser Part wird Fortschritt bringen. Uff. So, wir sind blau. 3JV. Ladi Inkli. Ich habe Angst. Ja. Ja. Das ist genau, was ich erwartet habe. Bei 3JV ist das genau, was ich erwartet habe. Ja. Super. Toll! Toll! Tolles Level! Großartig! Ganz, ganz super! Ah!
Nope. Gibt es überhaupt noch gute Multiplayer-Level? Was ist denn heute los? Ah, ja, okay, minus 14 jetzt sogar. Dann wäre ich mit 10 Fails sogar bei 140, dann wäre es schon ein Minus insgesamt. Na, also das, ja. Dann sagen wir mal so 9 Mal failen ungefähr und dann sollte es aber wieder einen Plus geben. Bis dahin. Ungefähr. So. Das Japaner-Level. Ich setze große Erwartungen in dich, mein Freund. Noch sehen wir nichts. Rennt. Oh ja, das sieht tatsächlich wie ein Level aus. Das sieht tatsächlich wie ein Level aus. Es darf nur nichts schief gehen. Und da kommt eine Sonne. Jetzt ist alles vorbei. Das hole ich mir. Ich hole mir das, habe ich gesagt. Und wenn ich jetzt Glück habe und das hinkriege, werde ich irgendwo rennen. Oh, danke, danke, danke. Oh, yes. Oh, yes. Go. Okay, kommt erst die Fahne. Ist hier noch einer? Ach, jetzt hat er sich schon wieder das geschnappt. Frech. Na, es war so klar. Und den bekomme ich jetzt. So. Jetzt go. Ah nein, so kann ich das überhaupt nicht nutzen, das Blatt. No! Ich wollte ihn kaputt drehen, ne? Mann. Ach Mist, schade. Aber das würde ich jetzt als ordentliches Level sehen, ne? Das war vom... Ich sehe jetzt nicht, warum es kein Multiplayer-Level sein sollte. Das hat jetzt eigentlich alles, was ein Multiplayer-Level haben kann. Das war okay. Hat auch den Tag gegeneinander. Das kann man wirklich als Multiplayer-Level sehen. Ne? Seht ihr irgendwas, was unfair gewesen ist? Also, an sich? An sich fand ich es okay. Kann man anbieten. Kann man anbieten. Ich überlege gerade, aber so... Jeder hatte die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen. Ich sehe vom Bau her auch nicht, dass es irgendwie so war, dass nur eine Sache machen konnte. Wer schneller war, war halt vorne und hatte dann die besseren Chancen. Und war das okay? Nein, das war okay. Das war das erste wirklich passende Level. Gerne mehr davon. Auch wenn wir verloren haben. Chip Chip Coast. Okay, kein Gegeneinander-Tag, aber könnte ein normales Level sein. In der Hoffnung. Ja, bisher sieht's okay aus. Wieso kann ich nicht rennen? Was war das denn? Ich konnte nicht rennen. Oha. Das war so klar. Wow, ich sterbe an dem Kumba. Kumba. Der blaue ist vorne, ne? Der blaue dürfte nach wie vor vorne sein. Oh boy, der rote gefällt mir nicht. Okay. Ich würde ganz... Nein! Mist. So ganz ohne Dings ist halt echt ungünstig. Da wird gleich jemand abschließen hier. Oh, vorsichtig. Ja, der Blau ist weiterhin vorne. Der wird gleich fertig sein. Ich sehe das schon kommen. Leveltechnisch ist es aber voll okay. Ja. Aber leveltechnisch war das in Ordnung. Ich wollte gerade... Man kann überhaupt nicht rechtzeitig was schreiben. Was war denn der Quatsch? Nee, leveltechnisch war das voll in Ordnung. Nein, das war okay. Es gibt keinen Grund hier... zu sagen, gerade für Versus war das gut. Einfach nur geradeaus durch und wer am schnellsten hat gewonnen. Ein paar Hindernisse zwischendurch, das war voll in Ordnung. Jeder hatte die gleichen Chancen, jeder hatte die gleichen Möglichkeiten. Das war voll okay. Jetzt können wir wieder 30 Sekunden warten.
Es sollte, wenn das passiert, die Möglichkeit geben, für die zwei Spiele, die ausgewählt sind, dass beide sagen, ich bin damit einverstanden, dass man zu zweit spielt. Beide drücken auf den Knopf und damit endet der Timer und es wird zu zweit gespielt. Die Möglichkeit sollte es geben. Klar kann er noch vier jetzt finden, bis die 5 Sekunden auch noch abgelaufen sind. Klar ist das möglich. Gut. Klar ist das möglich, aber es sollte die Möglichkeit geben, damit es schneller geht, zu sagen, okay, wenn beide damit einverstanden sind, spielen die halt zu zweit. Okay, auch das klingt wieder nach einem ordentlichen Multiplayer-Level. Ich bin gespannt. Es könnte ein bisschen lecken. Hat man ja noch nicht. So, hat man heute eigentlich wirklich noch nicht. Also will ich nichts sagen. Wenn es jetzt einmal leckt, dann nehme ich das so hin. Oh Gott. Wenn jetzt überall rausgeschossen kommen, dann... Aber wenn man es weiß... Ich wollte gerade sagen, wenn man es weiß, kann man sich ein bisschen darauf einstellen. Dann war es vorbei. Kriege ich hier eigentlich irgendwas Hübsches? Pilz. Ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Hatte. Aber guck mal, es sind alle wieder vorne. Okay, jetzt kann ich was reißen. Mist. Es ist halt durch den Lag besonders schwierig. Warte, die ist grün, da kann ich rein. Ich hoffe, das nützt mir was. Oh Junge. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Jetzt zieht rüber. Oh boy! Gib mir den. Du Hund! Das leckt halt, ich treff so nicht. Nein, der Knochen! Nein! Ich hätte nicht die Röhre gehen sollen. Ach Mann. Die Frage ist halt, ob man den. Vielleicht muss man in die Röhre. Ich weiß es halt nicht. Also es ist so dumm, dass es laggt. Das wäre ein schönes Level. Das Level kann nichts dafür. Das Level kann halt wirklich nichts dafür, dass es laggt. Nein! Ich gehe wieder in die Röhre. Ich gehe wieder in diese Höhle. Ich gucke mir das an. Es ist halt durch das Laggen. Oh Gott, er kommt schon. So, mach dich weg. Okay, er hat geworfen. So, jetzt. Ah, schade. Okay. Ja, keine Ahnung, ob man in der Höhle weitergekommen wäre oder nicht. Ich hab's versucht. Leveltechnisch ist es okay. Es hat halt geleckt, aber da kann das Level nichts dafür. Muss eigentlich toll bewertet werden. Ich sehe jetzt nicht, warum das auch... Ich sehe auch hier nicht, warum es... Also interessant, jetzt haben wir die ganze Zeit gute... Vorne hat man die ganze Zeit schlechte, dann hat man die ganze Zeit gute. Was ist denn das für ein Dings jeweils? Wieso Buh? Die haben das jetzt nur schlecht bewertet, weil es geleckt hat. Leute, ihr müsst differenzieren können. Was soll das denn? Ich rede mit denen, als würden sie mich hören. Dabei hören die mich nicht. Besser so. Wenn das jetzt noch ein Voice-Chat hätte. Da will ich manche Leute nicht hören, ne? Ich glaube, das gäbe ordentlich. Aber ich meine, gut. In Call of Duty und so einem Kram gibt es das ja auch. Was wahrscheinlich gerade das Schlechte ist. Ich glaube, dadurch wird viel an Verhalten von manchen, gerade von Kindern, wird da viel kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Oh nein! Oh, ich bin doof. Ich habe das falsch rum interpretiert. Oh, großartig. Gut. Das wird ja toll. Das schafft man eigentlich wirklich nur als... Der rosa Tod hat halt gerade beste Voraussetzungen.
wollte gerade sagen, das schafft er eigentlich wirklich nur, wenn man halt alleine da durchgeht. Oh nein. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass die Fehler machen. So wie ich! Scheiße! Oh nein. Das ist kein gutes Multilevel für mich. Ja, es geht halt nicht schneller. Aber die machen keine Fehler mehr. Ja. Was willst du tun? Was willst du machen? Aber sie hatte von Anfang an die besten Chancen. Sie kam als schnellstes raus. Und wer das halt schafft, hat dann gewonnen. Und dann muss man noch die Nerven behalten und immer durchkommen. Kein gutes Multilevel für mich. Aus meiner Sicht kein gutes Multilevel. Normales Level, ja, ist okay. Jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber... aber kein gutes Multilevel. Huch, was mache ich denn hier gerade? Kein gutes Multilevel. Was soll's? Dankeschön. Aber wir sind immer noch im Plus. Alles gut. Alles gut. Es wäre schön, ein bisschen mehr Plus zu haben, aber... ja. Good thing von Mimi. Na dann. Ich sehe Lex. Ich sehe einen Pilz. Den gönne ich mir doch erstmal. Ist die rote die, wo ich rein muss? Ah, ach, da kommt ein Fisch raus. Oh, hier gibt es eine Feder. Nehme ich ihn mir doch mal mit. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich die einhole. Möglichst fehlerfrei jetzt durchkommen. Oh, Junge, was? Brauchen wir den? Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Oh, Junge. Kein Checkpoint bisher, ne? Wollte es nur kurz sagen. Oh, toll! Ja, komm, geh rein. Das Gemeine ist nämlich, der den Schlüssel hat, braucht länger, um durch die Tür zu gehen. Du kannst, wenn du... zumindest habe ich es bisher so empfunden immer. Deswegen auch kein gutes Level. Du kannst, wenn du... normal gutes Level, aber so nicht. Du kannst, wenn du den Schlüssel nicht hast, kommst du, glaube ich, ein bisschen schneller durch die Tür, als der den erst aufsperrt. Ich glaube, das ist so. So habe ich es bisher meistens auch in so kleinen Videos gesehen, wo so Multiplayer-Fails gezeigt werden. Es kam mir immer so vor, als dass derjenige, der den Schlüssel hat, einen Nachteil hat beim durch die Tür gehen. Was halt totaler Bullshit ist. Wie kann man so einen Mist programmieren? Aber ich habe jetzt halt gezögert und ich bin nicht rechtzeitig durch die Tür gekommen. Aber der Multiplayer-Modus lässt echt so ein bisschen an Nintendo zweifeln. Muss man schon sagen, was sie da zusammen gebastelt haben, ist unfassbar scheiße. Ja? Nicht die Level? Davon rede ich gar nicht. Alles außenrum. Ja. Komm. Das kriegen wir hin. Oh je.
Invisible Time nutzen. Ah, Mist. Aber ich bin mit dran gekommen. Das heißt, ich dürfte jetzt nicht ganz so viel abgezogen bekommen. Ah, ja, war ein Ticken schneller. Legen wir los. Ja, ist ein bisschen spät jetzt, ne? Ja, ist ein bisschen spät jetzt. Absolut beschissenes Multiplayer und auch so Level. Was soll das denn, ey? Ja, das meine ich, ne? Wenn man es schafft, nämlich rechtzeitig ins Ziel zu kommen, und das geht bei allen Leveln, die eine Fahne haben, dann kriegt man ein bisschen weniger abgezogen. Das geht also bei SMBU, das geht bei 3D World, es geht bei SMB1, es geht nicht bei SMW, es geht nicht bei SMB3. Ja, und jetzt sollte es einen Knopf geben, der sagt, hier, alle drei können abstimmen, ob sie so schon starten wollen. Und wenn das in Ordnung ist, dann startet man. Aber gut, es hat jetzt ja noch den vierten gefunden. SMB 311. Na, hier jetzt zum Beispiel geht es wirklich nur darum, wenn einer ins Ziel kommt, ist vorbei. Dann können die anderen nicht noch nachziehen. Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Ist das nicht das Level mit dem Hammerbruder oben oder so? Nee, das sah nur ähnlich. Nee, das ist nicht das Level. Was zur absoluten Hölle. Danke fürs Testen des Blocks. Nein, das ist ein ganz anderes Level. Du wirst in dem Gumba sterben, ich nicht. Okay, Checkpoint nehme ich mit. Hat der andere nicht ausgelöst. Wenn der jetzt stirbt, startet er von ganz vorne. Das wäre natürlich super. Aber der wird gleich im Ziel sein. Das wird nämlich nicht lange gehen, das Level. So wie das aussieht. Ich habe Angst. Der wird gleich im Ziel sein. Ja. Das war zu erwarten. Aber vom Level her ist okay. Auch Multiplayer-technisch sehe ich jetzt nichts, was das Level schlecht macht. Kann man im Multiplayer spielen. Hat auch den Tag gegeneinander, war also auch so gedacht. Kann man spielen, ja. Geht klar. Geht auf jeden Fall klar. Minus 18. Ey. Das ist schon bitter. Es wird immer mehr. Was ist das denn? Langsam brauchen wir wieder einen Plus. Das ist schon traurig, ne? Wir dümpeln da auf C rum. Langsam könnten wir echt mal in B landen. 4 minus 3 Frozen Tundra. 4 minus 3, ja. 4, 3 halt. Schönes SMB-Level vielleicht. Wir werden sehen. Bisher sieht es echt schön aus, ja. Da hat es uns beide erwischt. Aber jetzt gucke ich mal, ob hier nicht vielleicht ein Pilz drin ist oder sowas. Oh, Junge. Bam, badam, bam. Badam, bam, bam, bam. Oh, der geht gar nicht kaputt. Das jetzt bringt ja viel. Aber die Pflanze hier geht kaputt. Bam, badam, bam. Ja, da ist vorbei. Ah, jetzt muss ich aber... Den Block würde ich trotzdem gerne mal auslösen wollen. Ah, Mist. Okay. Level T. Ah, nein! Mein Fehler. Da ist was drin. Sehe ich doch von hier. Du Hund! Frech! Mach nicht sowas. Oh oh, ich habe Angst. Da wird gleich einer im Ziel sein. Ja, jetzt hole ich es mir nicht, weil die Zeit haben wir nicht. Der ist viel. Nein, da ist das Ziel. Der hat's noch nicht. Der hat es nicht auf. Was hat der gemacht?
Was hat der gemacht? Der war die ganze Zeit beim... Was hat der gemacht? Was hat der gemacht? Level voll okay auf jeden Fall für Dings. Aber was hat der gemacht? Der war doch dort. Der muss irgendwie abgerutscht sein und dann... Keine Ahnung. Oh, muss das bitter gerade gewesen sein für ihn. Oh, und ich habe davon profitiert. Aber was hat der gemacht? Als hätte er gewartet, aber zu sagen, der ist irgendwie so abgerutscht. Der ist irgendwie so zurück. Aber wie hat er das denn geschafft, da das Ding nicht zu... Was? Das war interessant. Das muss ich... Aber das werde ich mir auch im Replay nicht anschauen können, ne? Das ist... Keine Chance, das jetzt rauszufinden. Oh nein, was? Hat der 1-1 und 1-2 einfach hintereinander gepackt? Okay. Wenn dem wirklich so sein sollte... Dann gehe ich da auf jeden Fall durch die Abkürzung. War das schneller? Ja. Safe war das schneller. Ja, safe war das schneller. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich meine, der Vorteil ist, vom Namen her, man weiß jetzt halt schon, was kommt. Oh nein, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Okay, go. Okay, go, wir haben es gleich. Jetzt kein Quatsch machen. Kein Quatsch machen. Wir haben alles drin. Alles drin. Nicht da. Nein! Warum? Warum habe ich das gemacht? Oh nein! Oh nein, ich hätte den Sieg haben können. Ich habe ihn einfach hergeschenkt. Ich habe den Sieg einfach hergeschenkt, wie ein ganz großer Vollidiot. Oh mein Gott, da kommt die Shell zurück. Oh nein, ich ärgere mich gerade des Todes. Ah, verdammt. Hä? Hä, wieso ist hier noch keiner? Hä? Wieso ist der oben? Habt ihr gesehen? Der Blaue, der ist so zurück oben. Der war oben. Ist der zurückgelaufen? Weiß der nicht, wie dieses Level funktioniert? Ich hab den Sieg nicht verdient. Jetzt muss man sagen, Remakes sind scheiße. Aber, dass man sie gegeneinander spielen kann, ist cool. Ist für mich ein toll. Ja? Grundsätzlich nein. Grundsätzlich nein, aber aus dem... Oh, Leute, wenn wir jetzt noch einen Sieg haben, kommen wir bei B rein. Jetzt muss ich weiterspielen. Jetzt will ich B haben. Jetzt will ich B haben. Aber sowas von will ich jetzt B haben. Ich geb dir gleich. Was war das denn? So, let's go. Oh je. Das ist schon wieder kritisch. Toll! Wer hat die? Keine Ahnung. Super. Okay, wir gehen mal oben rum. Das sah angenehmer aus.
Das Problem ist, wir brauchen die Münzen, ne? Oh nein! Ja, keine Chance mehr, jetzt an die Münzen zu kommen. Okay. Okay. Ich habe die Bedingung erfüllt! Ich habe die Bedingung erfüllt! Yes! Yes! Wuhu! Nice! Wir sind B! Wir sind B! Wir sind B! Wir sind... Ist das jetzt... Nein, natürlich nicht, weil es eine Bedingung... Jedes Multiplayer mit Bedingung ist doof. Aber wir haben sie erfüllt. Wir haben sie erfüllt. Nice. Nice. Yes! Tschüss, C! Hallo, B! Wer weiß, wie lange. Bei 67 kann natürlich jetzt zwei Niederlagen und wir sind wieder bei C. Deswegen spielen wir jetzt gar nicht weiter. Jetzt sind wir erstmal bei B. Ich habe dafür den Arztspiegel. Oh, Leute, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir haben ganz lange nicht mehr... Ja, wir haben ganz lange nicht mehr in die Geschichten hier reingeschaut. Ich weiß überhaupt nicht, was da alles los ist. Guck mal, was hier alles passiert ist. Also das sieht alles furchtbar hässlich aus. Das ist eigentlich ganz witzig. Das nicht. Nein! Das ist ganz lustig. Das lassen wir mal. So, was haben wir denn hier alles Hübsches? Nee. Nee! Das ist eigentlich süß. Das ist auch cool. Schade, dass das nicht animiert ist. Ich nehme den hier. Der ist cool. So, was haben wir hier? Also ich glaube, bei Hosen werde ich allerdings ziemlich safe da bleiben, weil ich glaube nicht, dass es hier irgendwas gibt. Ja, da ist einfach nichts. Nichts, was dazu passt. Die sind zu kurz, das ist... Nee, das sieht alles dumm aus. So, was haben wir hier? Na gut, der wird das gleich weg. Ich muss aber zum Anschauen. Na, um Gottes Willen! Nein, ich muss es nur kurz anklicken, dass es weg ist. Das ist alles. So, jetzt will ich hier wieder mein Zeug haben. Das da... Und das da. Das sieht doch ganz cool aus. So. Okay, jetzt gucken wir mal in die Benachrichtigungen. Was da alles passiert ist. Also. Ja, hier, ne, für alle möglichen Sachen wurden neue Rekorde aufgestellt, klar. Also das kann man halt... Ja gut, das kann ich jetzt nicht alles durchlesen. Das kann ich jetzt nicht alles durchlesen. Ich glaube, da gibt es dann auch nicht so... spannende Sachen. Okay. Meine Errungenschaften kennen wir im Prinzip auch. Die haben wir ja unten immer gesehen. Gehen die Ausrufezeichen nicht weg, nur wenn ich auf Anziehen klicke? Dass ich drüber fahre, macht das Ausrufezeichen nicht weg, ja. Das ist ja komplett dämlich. Ach doch. Ich habe nichts gesagt. Okay. Neuigkeiten. Toll! Warum? Ach, einfach so. Ah ja. Also ich wollte es noch weiter erhöhen. Gut. Das ist schon mal gut. Gut. Ja, das war doch erfolgreich heute mal, ne? Jetzt sind wir Rang B. Ich würde es gerne bleiben.
Aber es ist natürlich, ne, zwei Niederlagen oder so könnten schon reichen, mich zurückzuschieben. Wobei, es waren 60 Punkte. Drei Niederlagen müssen es, glaube ich, sein. Ich traue mich aber nicht, das jetzt nochmal auszuprobieren, muss nicht. Muss nicht. Aber es wird so lange dauern, bis wir zu Rang A, wenn wir überhaupt mal jetzt zu Rang A kommen. Ach ja. Sind hier eigentlich die drin? Ja, okay. Pass auf, ich wollte mal gucken. Das erste Level, was mir richtig gut gefallen hat, war nämlich dieses hier. Was der noch so gebaut hat. Der baut nämlich einiges, wie man sieht. Das ist sogar sein neuestes. Oh, drei Level. Gucken wir uns mal sein erstes Level an. Dann hören wir auf. Huch. The Land of Burgers and Pain. Das ist ein Burger. Guten Morgen. Okay, das ist ein Burger. Das ist ein Pilz. Das ist kein Burger mehr. Oh, das sind jetzt... Das war doch, das ist alles noch ein Burger. Die Idee ist eigentlich cool. Es fühlt sich jetzt nicht so wirklich wie ein Level an, mehr wie so ein Durchlaufding, wo man einfach guckt, was es für verschiedene Burgerarten gibt. Ah, eigentlich müsste der hin und her wechseln. Ah. Fühlt sich doch wie ein Level an, auf einmal. So, das war ein riesiger Burger. Und das ist jetzt aber sein Ernst, ne? Oh Junge. Was soll das jetzt darstellen? Das ist kein Burger. Was soll das darstellen? Das ist kein Burger mehr. Gott, das wird dieser Sprung. Was hätte das jetzt darstellen sollen? Sah interessant aus, aber was hätte es darstellen sollen? Was ist das jetzt? Riesiges McDonald's. Oh, Sackgasse. Also hier rein. Gut, geht nur hier lang. Jetzt komme ich da drüben raus. Or not. Oh mein Gott. Dankeschön. Jetzt komme ich hier raus. Tschüss. Hui. Jetzt kommt das Ziel. Immer noch nicht. Burg. Burg? Warum nicht? Warum schreibt er nicht Burger? Burg. 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 Okay. Burg. Dann schreiben wir halt nur Burg. Warum nicht? Kann man machen. Kann man machen. Why not? Nein, ich habe kein Herz. Ich dumm. Muss noch ein Herz geben. So. Eieiei. Okay, gucken wir uns auch noch sein zweites an. Mario's Flying Fortress. Thank you.
Feder? Oha. Muss ich hier also fliegen, ja? Vielleicht muss ich auch nicht fliegen. Hä? Hä? Gette ich hier etwas nicht? Oh. Ach, jetzt komme ich hoch genug, so. Oh je, das war schlecht. Ja. Ach. Ach, ich nehme den P-Switch mit. Okay. Muss man erstmal verstehen, aber... Ist eigentlich auch nicht... Oh, no. Ist eigentlich jetzt auch nicht die Schuld vom Level, dass man es nicht verstanden hat. Hä? What? Davon ging das doch auch. Oh, oh. Nein, jetzt ist er... Ja, das ist jetzt nicht so gut. Das ist besser. So, zurück. Okay, lassen wir das mal. Aber... Also, ich lasse es jetzt halt, weil es jetzt mir zu lange wird, der Part. Das wollte ich jetzt nicht. Das würde nämlich, glaube ich, dauern, den zu spielen. Das würde nämlich, glaube ich, ein bisschen dauern, den zu spielen. Können wir beim nächsten Mal gerne machen. Ich folge dem Typen mal. So. Der hat noch nicht so viel gebaut und der baut recht schön. Vor allem das hier war echt cool. Ne, dieses Made in the Abyss-Ding, das war echt cool. Nur leider halt, ja. Und überhaupt waren hier ein paar Level cool. Also, das hier war auch sehr cool. Das, was hier der Gabriel gebaut hat zum Beispiel. Ne, das war auch ganz cool. Dann Marios Piranha-Dschungel war theoretisch auch ein schönes Level. Er waren schon coole Level da. Das war auch interessant. Das war auch interessant. Aber es gab halt auch für... Also, die meisten, bei den meisten war es einfach nur wegen Multiplayer doof. Ne? Das war eigentlich auch alles hier spielbar. Das war das Dumme. Aber die meisten waren eigentlich spielbar. Aber halt nicht für Multiplayer. Das war ja das Problem. Gut. Aber interessanter Part, erfolgreicher Part. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Und tschüss.